Hallihallo, Löhle, und willkommen zurück bei Dafter Game Zero Fishing, eurem Angelsimulator. Mein Name ist Müsa und ich habe mich mal wieder auf einen Multiplayer-Server getraut oder in ein Multiplayer-Spiel. Und bis jetzt ist nur der Kanal Askasian da und ich scheine schon ein bisschen länger hier zu sein. Und es ist schweinedunkel. Naja, nichtsdestotrotz werden wir angeln. Mal schauen, ob das so wird. So, reicht fürs Erste. Ach, Kanal Askasia, das ist genau wie immer von uns. Das ist ja nett. Upsi. Der war ja nichts. Wir bauen jetzt mal schön eine schöne Reihe hin. Hier soll es ja auch Welse geben, aber ich hatte hier noch nie einen Wels, aber. So, sagen Kanalvogel da erstmal. Hallo. Internet, ne? Und dann warten wir mal und gucken, ob mal einen anbeißt. Hat er geantwortet. Scheint auch unsere Sprache zu sprechen. Jedenfalls ganz schön dunkel hier. Und wir haben ja mittlerweile unseren ersten Wels gefangen. Und unsere ersten zwei. Ich habe zwischendurch schon mal ein bisschen vorgemuckt, damit ich mir die größeren Köder leisten kann. Wollen wir mal hoffen, ob die auch anbeißen an den großen Ködern hier. Das ist aber auch dunkel. So. An der mittleren Angel machen wir ein bisschen was Kleineres dran. Also kleiner als an den anderen beiden Angeln. Und dann schauen wir mal, was das wird. Askasian hat schon 225 Kilo gefangen. Mit 16 Fängen. Oh, das ist natürlich. Das ist ein Wort. Und wir haben noch nichts gefangen. Ich hoffe natürlich, das bleibt nicht so. Es war 5 Uhr morgens. Immer noch dunkel wie im Entenhintern, aber naja, wird wohl was werden. Der nächste Morgen kommt bestimmt. Das ist auf jeden Fall hinten schwer am Schuften. Der Kanal Askasian. Ich habe jetzt natürlich nur Haken der Größe 6 und 4 bei. Oder 4 und 6, wie auch immer so mal nennen wollt. Deshalb weiß ich nicht, ob das so gut ist oder auch nicht gut ist.
Aber hier gibt es ja auch große Karpfen und Wälse. In diesem See, nur ich hatte hier aus diesem See habe ich noch nie einen Wels rausgezogen. Wieso, weshalb nicht? Habe ich keine Ahnung. Aber einmal ist immer das erste Mal, ne? Deshalb warten wir jetzt mal brav. Oder gehen wir auf die andere Seite? Ah, ich weiß es nicht. Ich kann's euch nicht verraten. Jetzt haben wir die Angel schon hier, was sehe ich, knapp 5 Minuten draußen. Nichts ist passiert. Deshalb müssen wir erstmal Schild suchen hier im Dunkeln. Für die Schnellreise. Und werden schnell reisen. So, Kanal Askasian ist da. Huch. Das ist aber auch dunkel hier. Wir gehen jetzt mal hier hin. In der Hoffnung, dass es hier besser flutscht. Aber wer weiß das schon. Ich bin total unschlüssig, was wir als nächstes holen sollen. Ob wir eine bessere Rolle, also Spule oder andere Köder wie die Tigernüsse. Und die Boilies, so wie die da heißen, holen. Oder ob wir uns eine andere Angel gönnen. Naja, warten wir es mal ab. So werden sich unsere Fischer in unser Angelbuffet satt sehen. Ah, ist so weit, um zum Kanal zu gehen. Ja, ich komme schon wieder. So, langsam könnten die Fische aber, ne? Langsam könnte auch mal der Morgen grauen. Das ist ja echt tiefschwarze Nacht. Ja, seitdem wir da sind, hat Kanal Askasia nur einen Fisch, also was heißt nur, auch einen Fisch rausgezogen. In der Zwischenzeit. Und wir warten leider immer noch auf unseren ersten Biss. Ich hoffe, er kommt bald mal. Da war immer nichts. Ja, machen wir mal ein bisschen breiter hier. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht, bringt es ja was. Jetzt heißt es warten auf weiteres.
Ja, ich höre die Fische. Ich sehe sie manchmal rumplanschen. Aber sie beißen halt nicht. Bei Kanal auch nicht. Nee, er hat einen rausgezogen. Und wir noch nicht. Oh, jetzt aber doch. An Angel 3. Zinssuche. Ja. Was auch immer Zinssuche heißen mag, ne? So. Verdammt, ich. Ja, so, dass wir den jetzt an Land kriegen, Vogel. Ja, wieder entfleucht der Sack. Ja, es wäre gerade, wenn wir den nicht an Land kriegen würden, ne? Ein bisschen schüchtern ist er schon. Und ich dachte schon, heute beißt gar nichts. Aber immerhin, einen Biss werden wir in dieser Folge auf jeden Fall haben. Einen Biss hatten wir ja schon. Jetzt fehlt nur noch, dass wir auch das Monstrum vom Fisch an Land ziehen werden. Und es wird langsam Tag. Es wird heller. Es scheint auf jeden Fall ein Karpfen zu sein, wie es aussieht. Ja, wieder ein Wertproblem mit dem Kescher. Ja, da hat gerade wieder Fisch uns geärgert. Hat ein bisschen in der Schnur gezogen. Wie gesagt, so. Den Mühsal, den alten Hammel ärgern wir jetzt erstmal ein bisschen. Aha, jetzt haben wir einen gemeinen Karpfen von 10,62 Kilo. Ja. Besser als gar nichts, würde ich sagen. Wo ist denn der Josef Dredd? Ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich auf Kopfseite. Oder Stehenseite, wie es auch mal nennen willst. Auf jeden Fall sind wir gerade alle Zeuge dessen geworden, dass es hier noch Fische drin gibt im Teich oder im See.
Die Frage ist nur, wo sie bleiben. Nichtsdestotrotz, soll es wieder gewesen sein mit dieser Folge. Wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, ob wir hier bleiben oder ob wir an einen anderen See gehen. Oder was auch immer. Multiplayer, Singleplayer, das überlege ich mir. Deshalb packe ich jetzt meine Brocken ein. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Und Petri Heil, in diesem Sinne, Horio und auf Wiedersehen. Ciao.